Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute mit drei Büchern, die ich euch vorstellen möchte. Und theoretisch möchte ich so eins der gelesenen Bücher, also das vierte Buch der Woche, sozusagen mit einer Aktion ein bisschen ankündigen. Denn die liebe Tanja und noch vier andere Booktuber und ich haben gemeinsam ein Trash-Book-Blind-Date Aktionspaket untereinander verschickt. Und ich habe ein Buch von der lieben Tanja bekommen. Das habe ich jetzt am Wochenende auch gelesen. Das werde ich jetzt in der Bücherwoche nicht vorstellen, weil ich ja natürlich nicht jetzt irgendwie spoilern möchte, welches Buch es wird. Das nimmt ja das ganz Geheimnisvolle unserer Videoaktion. Möchte euch aber schon sagen, dass ich am 30.11. das Video hochladen werde und auch die anderen aus der Aktion. Und dann könnt ihr sehen, wie sich das Paket so ein bisschen entwickelt hat, welche Bücher drin waren. Und es war ja recht unterhaltsam. Und ich bin auch sehr gespannt, welche Bücher ja von den anderen dann ausgewählt wurden und was dann am Ende auch bei Tanja angekommen ist. Und ja, also 30.11., da erfahrt habt ihr dann das vierte Buch, was ich in dieser Bücherwoche sozusagen gelesen habe. Und ja, hier kann ich euch heute nur was von dreien erzählen. Zudem möchte ich über die fünfte Staffel The Crown sprechen und auch ein bisschen mehr schwärmen von der zweiten Staffel von Seven vs. Wild, einer Serie, die ja hier auf YouTube läuft. Wir starten aber mit den Büchern in der Reihenfolge, wie ich sie beendet habe. Ihr findet die Bücher unten in der Infobox zusammen mit den Zeitstempeln, wenn ich über die einzelnen Bücher dann spreche und auch wenn ich über sonstige Geplauder sozusagen starte, findet ihr alles unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Mir war ein bisschen nach Thriller und ich habe zu Dunkler Wahn von Wulf Dorn gegriffen und ja, wollte mich hier mal wieder ein bisschen in Thriller-Stimmung bringen. Gehört habe ich in der Woche Penelope und die 12 Mägde von Margaret Atwood. Wir sind hier ein bisschen in der griechischen Mythologie unterwegs und das habe ich gehört. Und ja, mit ganz vielen anderen via Instagram habe ich gelesen The Atlas 6 von Olivia Blake, der Auftakt einer Trilogie, soweit ich das jetzt gesehen habe. Und da hatte ich ja auch so ein paar Probleme mit meinem Tolino, aber das ist nochmal was ganz anderes. Und ja, ich glaube, zu Dunkler Wahn habe ich einen Videoclip nach Beenden gedreht. Den seht ihr jetzt und dann sehen wir uns zu den anderen Büchern. Als erstes Buch in dieser Woche habe ich von Wulf Dorn mal wieder einen Thriller gelesen und zwar Dunkler Wahn. Ich habe den Thriller schon einige Zeit auf meinem Sub und mir war ein bisschen nach Thriller. Mich zieht es ja zurzeit selten in diese Genre und ich mochte damals Kalte Stille super gerne und das gehört ja so ein bisschen zusammen, denn hier geht es um Jan Forstner und das ist sozusagen auch der zweite Teil. Also man sollte, glaube ich, Kalte Stille auch schon gekannt oder gelesen haben. Und ja, denn Jan Forstner ist ein Psychiater, der an einer Klinik arbeitet und eben zu Beginn von jemand Unbekannten einen großen Strauß rote Rosen erhält. Ja, es scheint nach einiger Zeit so, dass er eine Stalkerin hat, da es noch weitere Geschenke gibt und er auch wiederholt per Telefon ja angerufen belästigt wird. Er möchte zu Beginn die Polizei nicht einschalten, weil er eben denkt, aufgrund seines Berufes, seiner Menschenkenntnis und eben diesem psychologischen Hintergrund, dass er selbst herausfindet, wer dahinter steckt und zieht dann auch nur einen Kollegen zu Rate. Als dann aber auch Freunde, Bekannte von ihm mit hineingezogen werden, verletzt werden, entführt werden und Schlimmeres, ja, spitzt sich die Geschichte zu und ja, Jan Forstner merkt dann doch, ja, das übersteigt so ein bisschen auch seine Kompetenz. Ja, ich muss sagen, das Cover fand ich damals schon mega abschreckend. Ich bin froh, dass man das Cover nicht immer sieht, wenn man es liest, wenn natürlich das Buch aufgeklappt ist. Aber wäre wahrscheinlich jetzt tatsächlich heute so ein Thriller, zu dem ich aufgrund des Covers nicht greifen würde. Das Buch war okay, es war spannend, aber es hatte schon für mich so die ein oder andere Unlogik und besonders das Ende gefiel mir leider nicht so richtig. Ich mag den Stil von Wulf Dorn. Er ist sehr spannend geschrieben, es gibt kurze Kapitel, es wechseln die Perspektiven in den Erzählungen, was ich super finde, weil man so einfach einen größeren Eindruck und Einblick in die Geschichte bekommt.
auch einfach diese verschiedenen Sichtweisen, wie Dinge betrachtet werden, fand ich richtig gut. Und man kann eben so die Geschehnisse, die passieren, auf jeden Fall besser greifen. Allerdings ist Wolf Dorn hier auch schon wieder sehr blutig unterwegs. Und das ist einfach was, wo ich merke, dass das aktuell gar nicht mehr so richtig geht. Also umso mehr da die Kamera draufgehalten wird beim Erzählen, umso schlimmer finde ich das und mag es tatsächlich nicht mehr, es so zu lesen und überspringe solche Sätze, wo das detailliert dann auch beschrieben ist, durchaus des Öfteren. Zudem gibt es auch so die ein oder andere Unlogik und was ich eben auch einfach nicht so ein bisschen verstehe. Ich möchte aber hier auch sagen, der Thriller ist, ich glaube, fast 10 Jahre alt. Ich glaube, oder ist er sogar schon? Er ist sogar über 10 Jahre. Er ist 2011 erschienen. Dementsprechend war natürlich Thriller in dieser Zeit anders gestrickt als heute. Und ich glaube, dass man das durchaus ein bisschen berücksichtigen muss, beziehungsweise ich das in meiner Bewertung durchaus tue. Denn es ist die erste Frage, die sich mir sehr oft in alten Thrillern stellt, wie dumm man uns eigentlich verkauft, dass eben jemand nicht zur Polizei geht. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn immer jeder zur Polizei geht, gibt es keinen Thriller. Ja, richtig. Aber man könnte das durchaus ja auch mit der Polizei irgendwie auflösen, beziehungsweise könnten ja trotzdem Dinge nebenbei passieren. Und das merkt man ja in neueren Thrillern, dass man da durchaus einen anderen Weg geht. Und das fand ich tatsächlich für jemanden, der eigentlich so rational unterwegs ist, wie ein Psychologe, wie ein Psychiater, da hätte ich eigentlich schon erwartet, dass er, ja, das fand ich sehr unnötig und ich kann es auch einfach nicht nachvollziehen. Und ich fand es auch sehr schwierig, dass man wenig Anhaltspunkte zum Mitraten bekommen hat. Das mag ich in so Thrillern eigentlich ganz gerne, wenn man so auf Spuren gelenkt wird. Das war hier nicht so richtig möglich und ich wäre auch nie auf diese Auflösung gekommen, weil das Ende, also man bekommt als Leser einfach keine Chance und das Ende wirkt einfach sehr hingebogen, sehr konstruiert und das finde ich mega schade. Also es gibt da keine Vermutungen, es gibt kein Raten, es gibt keinen Weg dahin, es wirkt einfach wie gar nicht organisch zu dieser Geschichte passend. Es gibt auch keine so richtige Erklärung am Ende, was hier die Motivation im Grunde der Stalkerin war, wie es dazu kam, was sie dazu brachte und das sind so Dinge, die ich hier eigentlich schon so ein bisschen erwartet hätte. Ich mochte Jan als Charakter sehr gerne. Ich finde, es ist ein sehr sympathischer Charakter und er wirkt auch schon überzeugend als Psychiater, aber so manches, was er dachte, sagte, machte, fand ich schon eher grenzwertig und frage mich wirklich, ob so gehandelt wird. Wie gesagt, es ist so, dass vor 10 Jahren Thriller einfach noch ein bisschen anders gestrickt waren und ich mich auch damals schon gefragt habe, warum geht denn jemand, der so belästigt wird und hier Verletzte gibt und warum geht er nicht zur Polizei? Aber ja, es wäre halt dann kein Thriller. Ne? Wenn jeder, wenn er eine Leiche findet, einfach die Polizei anruft, wie es sich gehört, dann gäbe es ja nichts, wo jemand auf eigener Faust irgendwie unterwegs wäre. Es war schon an mancher Stelle sehr spannend, es war aber auch sehr blutig. Ich mochte Jan als Charakter gerne, ich fand aber die Auflösung und das Ende wirklich sehr an den Haaren herbeigezogen, sehr unlogisch und auch nicht nachvollziehbar greifbar. Das ist wirklich schade. Ich glaube auch, dadurch, dass Thriller einfach zurzeit nicht so mein Genre sind, ich schon immer gerne irgendwie das Gefühl habe, ich hätte gerne mal wieder ein bisschen was Spannendes, aber ich glaube, ich brauche tatsächlich Thriller von der Spannung her, die in eine andere Richtung gehen und nicht so in dieses Blutige. Also wenn ihr da Empfehlungen habt, immer sehr, sehr gerne. Aber das sind so Thriller, die... Also das Blutige geht bei mir halt gefühlt tatsächlich seit 2-3 Jahren gar nicht mehr. Und ich merke das eben auch immer wieder, wenn ich dann solche Thriller lese, dass die mich dann doch mal ein bisschen in den Schlaf verfolgen, was nicht immer so gut ist. Aber ja, es war okay, es war in Ordnung, aber jetzt nicht irgendwie ein Highlight-Thriller oder ein Highlight-Buch. Wobei Wolf Dorn mir ja mit seinen neueren Büchern durchaus auch gut gefällt. Aber ja, vielleicht lag es auch am Alter des Buches oder einfach, dass es nicht so mein Thema auch irgendwie war. Und das Ende war leider einfach nicht so meins. Aber ja, ansonsten ein Thriller. Ich denke, wenn man den ersten Teil kennt, Kalte Stille, dann kann man auch zum zweiten greifen. Aber ich glaube, ja, für mich war es das jetzt erstmal mit so Thrillern. Und ja, gucken wir mal, was vielleicht dann irgendwie der nächste sein könnte.
Es wurde mal wieder Zeit für einen neuen Margaret Atwood Penelope und die 12 Mägde. Ich habe ja schon einige Bücher von Margaret Atwood gelesen. Ich habe nicht alle gut gefunden. Ich fand auch nicht alle spannend. Ich finde ihren Schreibstil sehr speziell, besonders auch im Report der Markt. Aber das war wirklich etwas Dystopisches, was mich sehr gefesselt hat und ich auch wirklich in sehr erschreckender Erinnerung habe. Das Hörbuch wird gesprochen von Katja Riemann, dauerte auch nur knapp so 3,5 Stunden. Also nur 3,5 Stunden und hat auch nur so in etwa 200 Seiten in der echten Fassung. Also ja, wirklich etwas so für den kleinen Hörhappen zwischendurch. Penelope aus der griechischen Mythologie ist einem vielleicht bekannt als die Frau hinter des Helden Odysseus, die sehr, sehr lange gewartet hat, bis ihr Mann von der Odyssee zurückgekommen ist. Sie erzählt uns ihre Geschichte, wie sie als Tochter des Königs einfach verheiratet wurde und ja eigentlich nur dazu gebraucht wurde, um dann eben einen Erben zu zeugen, wie das ja sehr oft in Monarchien der Fall ist. Zudem stand sie auch im Schatten ihrer Cousine Helena, die man ja aus dem Trojanischen Krieg eben auch kennt. Und obwohl Penelope ja die intelligentere, auch ein bisschen modernere Frau war, stand sie eben damals doch sehr im Schatten ihrer Cousine, weil das eben einfach gar nicht gewünscht und ja im Grunde auch gar nicht gebraucht wurde, dass eine Frau irgendwie intelligent ist. Es war einfach nicht wichtig. Sie wurde mit 15 Jahren verheiratet mit Odysseus und sah in ihm recht schnell einen notorischen Lügner. Und er auch sehr gewissenlos handelt, wenn es ihm drauf ankommt. Und das kann man ja im Trojanischen Krieg durchaus genauso beobachten. Denn je nachdem, auf welcher Seite man steht, war natürlich Odysseus für die Griechen der Held, für die Trojaner, aber natürlich auch für die Götter, die er dadurch beleidigt hat, mit dem wir diesen Krieg gewonnen hat. Ja, deswegen wurde er ja auf die Odyssee geschickt. Als dann aber Helena den Krieg auslöste, ja, nahm im Grunde das Drama seinen Lauf und eben auch das Leben von Penelope hat sich verändert. Ich bin ein großer Fan der trojanischen Geschichte, wenn sie gerade eben von Homer geschrieben ist, die Ilias, die Odyssee. Ich mag Verfilmungen, Dokumentationen, was, wer, wie, wo irgendwie sein könnte. Es gibt heute noch Helden, über die wir sprechen, sei es eben die schöne Helena, sei es Paris, sei es Achilles. Wir sprechen über die als Hektor, als bekannter Krieger. Wir sprechen über die, als wären sie wirklich, als wäre es wirklich geschichtlich, was es ja, glaube ich, so richtig theoretisch nicht ist, sondern es ist eben, geht eben so in diesen Legenden, Mythos über. Also ja, und ich beschäftige mich damit sehr gerne, habe das früher noch ein bisschen intensiver gemacht, hatte da immer große Freude daran und eben auch Odysseus als sehr interessanten Charakter, der eben ja auch so eine Seite von zwei Medaillen, je nachdem wie man drauf schaut, irgendwie ist. Ich dachte auch tatsächlich, dass ich schon relativ viel auch über Penelope wusste, was das mit den Mägden so auf sich hatte, das erzählt uns Margaret Atwood. Und ich fand tatsächlich, obwohl ich eben schon so das Gefühl hatte, ja, das meiste kommt mir bekannt vor, hat es Margaret Atwood sehr locker aufgearbeitet. Es hat einen sehr sarkastischen Stil, der mir sehr gefallen hat, weil er hat sehr zum Charakter Penelope gepasst. Es ist nicht sehr geschichtlich, es ist nicht sehr trocken, es ist schon locker, es ist humorvoll. Vor allem, als dann Penelope anfängt, mit den Geschichtsschreibern so ein bisschen in den Kampf anzusagen, merkt man, dass es schon etwas anderes ist, was man hier liest. Es wirkt aber zu Teilen doch ein bisschen konstruiert und gerade das zwischen den Zeilen, was bei einigen Büchern von Margaret Atwood mir sehr gut gefallen hat, fehlt mir hier sehr. Liegt vielleicht auch einfach an der Kürze von knapp 200 Seiten, dass da eben kein Platz war für irgendwelche Zwischentöne. Ich mag allerdings, und das ist so ein bisschen, was mich hier wirklich gestört hat, ich mag bei historischen Werken eben auch eine ältere Sprache. Und die darf gerne ein bisschen schwerer sein und die darf anders sein und sie darf hochgestochen sein. Das war mir hier viel zu modern und es konnte mich nicht in die Zeit zurückversetzen. Also ich hatte oft das Gefühl, dass wir irgendwie im Hier und Jetzt sind und wie locker und flocker die da alle vor sich hinreden. Ach, das fand ich tatsächlich schwierig, weil ich mir das schon ein bisschen sprachlich anders gewünscht hätte. Ich mag zudem auch den Charakter von Penelope, dass sie eben nicht in die Opferrolle irgendwie fällt, dass sie sich selbst reflektiert und besonders auch, wenn es dann darum geht, was mit ihren Mägden und ihr passiert,
ja, das fand ich tatsächlich auch nochmal gut gewählt, wie das uns erzählt wurde. Es ist ein bisschen schwierig, wenn Margaret Atwood am Ende so einen Vergleich zieht zu den Männern der heutigen Zeit. Und ich bin immer kein Freund davon, wenn man Geschichtliches heute irgendwie hernimmt und es in einen feministischen Kontext packt. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das nicht unbedingt diese Allgemeinheit früher, also eine Penelope hat eben nicht für alle Frauen erstmal gesprochen, sondern für sich selbst. Und ich glaube, das fehlt uns heute, dass auch Menschen mal für sich selbst sprechen, sondern es wird immer gleich so eine Allgemeinheit gemacht. Und ja, das habe ich jetzt gerade selbst verallgemeinert, aber dass ihr versteht, wie ich das meine. Und ich fand schon fast wieder ein bisschen schwierig, wie sehr sie mit den Männern der heutigen Zeit ins Gericht geht. Ich meine, mit Odysseus darf man das gerne tun, aber so, ach, alles über den Kamm scheren, finde ich immer persönlich einfach ein bisschen schwierig. Und das hat Margaret Atwood hier gemacht und das hat dann eben auch einfach so ein bisschen einen Beigeschmack, der mir beim Lesen nicht gefallen hat. Und ja, neben der fehlenden, etwas schwierigeren historischen Sprache war es zwar locker leicht und auch interessant, aber es konnte mich nicht so abholen, wie ich mir das irgendwie gewünscht hätte. Also da gibt es definitiv Werke, die die griechische Mythologie und gerade das Troja und drumherum doch ein bisschen besser einfangen. Zusammen mit einigen anderen Booktubern und Bookstagrammern habe ich dann in der Woche The Atlas Six gelesen. Wissen ist tödlich von Olivia Blake. Ein Buch, was ja gefühlt schon seit einem halben Jahr immer mal wieder irgendwie wo auftaucht, auch im Englischsprachigen sehr gehypt wurde und man das auf jeden Fall verstehen kann. Das Cover ist richtig schön. Zudem geht es um die Bibliothek in Alexandria, genau mein Thema. Und es sollte ja auch für Leser von Leigh Bardugo und Cassandra Clare sein, wo ich mir denke, ja, da fühle ich mich mal angesprochen. Es war wohl auch schon eine TikTok-Sensation, da bin ich so überfragt, ich habe kein TikTok. Und es gibt auf jeden Fall, ich glaube, 3 Bände, so wie ich das verstanden habe. Und der zweite Teil ist auch schon für Ende April angekündigt, hat auch ein richtig schönes Cover. Und es war auch eine bunte Mischung, wie wir zusammen gelesen haben auf Instagram. Ich hatte so ein bisschen mein Problem mit dem Tolino, da gab es ein Update, danach ging nichts mehr. Musste ich dann auf die andere App auf meinem Tablet irgendwie ausweichen. Es war so ein bisschen unschön, aber ich hoffe, dass das jetzt Tolino auch demnächst mal in den Griff kriegt. Ich habe seitdem den Tolino nicht mehr angemacht, weil ich dachte, ach nein, ich will nicht wieder irgendwie von vorne mit der Werkseinstellung anfangen. Aber das hat damit ja gar nichts zu tun. Aber sollte es vielleicht euch ähnlich gegangen sein, dann könnt ihr das gerne natürlich auch mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr da irgendwie noch eine andere Lösung habt als Werkseinstellung. The Atlas Six. Ja, wir treffen auf 6 ganz unterschiedliche Protagonisten, deswegen eben auch die 6 sozusagen im Titel. Unsere Protagonisten können alle Magie wirken und werden dann eben von Atlas, von der alexandrinischen Geheimgesellschaft, Atlas wird von der alexandrianischen Geheimgesellschaft auf die 6 aufmerksam gemacht. Er gehört ihr eben selbst an und ist immer wieder auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Denn die Geheimloge gibt es seit vielen tausend Jahren. Denn die Bibliothek von Alexandria ist nicht, wie wir alle denken, untergegangen und verschollen oder gar verbrannt, sondern sie wurde versetzt, ist immer mal wieder irgendwo anders und wirkt eben im Geheimen und eben auch besonders mit Menschen, die eben eine besondere Magie haben. Wobei die Magie jetzt in dieser Welt gar nicht so was Besonderes ist, wie man das öfter kennt, sondern es spielt schon eine, ich sag jetzt mal, normale Rolle in den Leben der Menschen. Es ist jetzt nicht ganz merkwürdig, dass da Leute Magie wirken, sondern eher die besondere Art der Magie, die eben zum Beispiel jetzt diese 6, die wir begleiten, wirken, die ist dann eher besonders. Wir haben hier 6 ganz unterschiedliche Charaktere, die sich zu Beginn auch erstmal beweisen müssen, denn am Ende wird es so sein, dass nur 5 weiterkommen und dann eben aufgenommen werden. Und wir sind eben zu Beginn dabei, lernen die Charaktere kennen, lernen Atlas kennen, ein bisschen was über die Loge und dann eben so die erste Zeit im Grunde auch in dieser Schule oder Universität oder in diesen Räumen, sagen wir es mal vielleicht so. Es ist eine super spannende Idee mit sehr interessanten Charakteren, die mir aber leider ein bisschen zu blass geblieben sind. Ich hätte da einfach gerne ein bisschen einen intensiveren Draht zu den Charakteren gehabt.
Ich fand sie auch zu Teilen sehr spannend. Allerdings gab es auch zwei Charaktere, habe ich echt gedacht, boah, musste das hier wirklich so teeny-mäßig in so ein, ja, ich lieb dich, ach nein, doch nicht, eigentlich hassen wir uns und wir nerven uns und och, ich fand das sehr, sehr anstrengend. Das hat mich wirklich gestört. Vor allem fand ich, macht es sehr schwierig, dass wir hier die Geschichte in der dritten Person erzählt bekommen und dann aber wirklich jeden Charakter in der Perspektive haben, aber das sprachlich sich überhaupt nicht unterscheidet, weil wir eben die dritte Person haben. Und ich fand es wirklich schwierig zu wissen, wer bin ich jetzt? Und dann erzählt ja der dritte Mensch, die dritte Person, etwas über Gespräche dieser beiden. Und bin ich jetzt der oder die? Oder ich fand das wirklich nicht sehr gut gemacht. Ich hätte mir eine Ich-Perspektive jeweils viel mehr gewünscht. Und vielleicht irgendwie noch so einen allumfassenden Erzähler, wenn man das unbedingt braucht. Aber das war vom Stil nicht wirklich so, dass man einen Zugang bekommt. Und der hat mir auch durchgängig im Buch gefehlt. Es gab wirklich nur wenig Momente, wo ich mich irgendwie mal zu jemandem ja hingezogen gefühlt habe, irgendwie mitfiebern konnte. Das ist bei mir bei dieser Erzählweise irgendwie nicht so möglich gewesen. Auch wenn sonst die Geschichte schon eine Sogwirkung hatte. Es gibt eben sehr kurze Kapitel. Ich finde die Idee spannend dahinter. Und dadurch wollte man natürlich auch dranbleiben. Also es gab eine Sogwirkung, aber so einen Bezug zu Charakteren hatte ich leider nicht. Zudem bleibt auch die Magie sehr im Hintergrund, was mich halt einfach sehr interessiert hätte. Und die wird ja sehr selten eingesetzt. Es wird eigentlich immer nur darüber gesprochen, aber selten irgendwie gehandelt. Und das ist grundsätzlich auch ein Problem dieser Geschichte, dass man die sechs Leute immer nur rumsitzen sieht, immer nur Dialoge hört und Erzählungen bekommt, aber relativ wenig irgendwie an Action ist. Das begann so, ja, bis zur ersten Hälfte sind so ein, zwei Dinge passiert, die wirklich actionreich waren. Und ja, jetzt ist das natürlich der Auftakt einer Trilogie. Aber ich möchte dabei sein, ich möchte es erleben und nicht irgendwie, wie dann vielleicht darüber gesprochen wurde. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, dass wir hier eher Dialoge und Erzählungen haben. Auch gefehlt hat mir, ja, Alexandria und die Bibliothek und die Geheimloge. Das war schon ein bisschen wenig, was uns da erzählt wurde. Und ja, man könnte schon gegen Ende den Verdacht bekommen, dass das jetzt dann im zweiten Band spannender wird, dass interessanter gemacht wird und auch mehr wir eingebunden werden. Aber bis dahin war es ein bisschen mau, was uns erzählt wurde. Es war eine grundsätzlich gute Idee, die wirklich auch mit den verschiedenen Perspektiven schon gut gearbeitet hat. Aber sprachlich fand ich es zwar schon spannend, aber eben nicht tiefergehend oder hineingehend und auch nicht sehr bildhaft. Und mich haben wirklich die beiden Charaktere wahnsinnig gestört. Also ich habe da wirklich viele Augenrollmomente gehabt und dachte, wie teenymäßig kann man sich eigentlich verhalten? Und ich möchte das auch gar nicht, also so verhält man sich halt als Teenie, gar keine Frage. Aber ich habe halt hier eigentlich keinen Jugendroman erwartet, sondern eigentlich schon eher Fantasy ja, für erwachsenere Leser. Und bei anderen Charakteren, die wir kennengelernt haben, ist das auch eher so, dass die vom Alter einfach reifer sind und sich nicht mit diesem Teenie-Gedöns so beschäftigt hätten. Alles in allem war es gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, ich muss unbedingt weiterlesen, auch wenn das Ende dann natürlich schon einen spannenden Plot-Twist hatte. Aber ich bin tatsächlich noch nicht sicher, ob ich hier weiterlesen werde, weil es gibt einfach andere Bücher, die mich mit ihrem ersten Band mehr überzeugt haben, wo ich dann eher dazu greifen würde, als jetzt tatsächlich hier. Ich werde aber die Reihe so ein bisschen nebenbei weiter hören. Das heißt, wenn dann der zweite Band herauskommt, werde ich da auf jeden Fall die ein oder andere Rezension lesen oder mir anschauen. Aber so aktiv, dass ich da entgegenfiebere, wie bei anderen weiteren Bänden, ja, das habe ich hier leider nicht gehabt. Ja, ein bisschen schade. Und dann das vierte Buch der Woche. Vielleicht mal so ganz kurz. Hui! Ja? Das habe ich dann am Wochenende gelesen und dazu erzähle ich euch dann am 30.11. ein wenig mehr. Das war es jetzt soweit mit den Büchern. Kommen wir jetzt zu der fünften Staffel von The Crown. Die ist jetzt seit, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag von der Woche auch auf Netflix gibt. Ich habe die ersten vier Staffeln mehr als geliebt. Ich habe die wirklich weggesuchtet. Ich habe das sehr genossen. Ich bin so ein kleiner Monarchen-Fan. Ich finde das immer super spannend, wie deren Welt so tickt. Ich fand es toll, dass wir hier Queen Elizabeth begleiten von ihrer Hochzeit, ihrer Krönung, ihren Kindern, die Probleme. Wir sehen geschichtlich England. Wir lernen wahnsinnig viele Premierminister kennen. Wir erfahren Hintergrundgeschichten, wie auch sich das Leben dann von Charles verändert hat. Jetzt sind wir im Grunde mitten bei Diana. Und das ist jetzt natürlich so eine Zeit, wenn wir Mitte der 90er sind, wo ich das als Jugendliche auch schon mitgenommen habe und das so ein bisschen
ja, jetzt so ein bisschen die moderne Zeit kommt. Ich mochte besonders so die ersten 2, 3 Staffeln sehr gerne, weil wir da natürlich historisch auch in sehr spannenden Zeiten unterwegs waren. Umso näher wir an die Moderne kommen, umso weniger Monarchie hat man irgendwie, ist so mein Gefühl. Ich mochte den Cast sehr gerne. Für mich hat aber die 5. Staffel nicht so gut funktioniert wie die anderen Staffeln. Und Paddy hat es Kingsiana Hangout auch so ein bisschen empfunden, dass sie sich bei vielen Dingen fragt, warum die gezeigt werden, warum die so lange ein Thema sind. Es gibt auch eine Folge, die ich überhaupt nicht verstanden habe, warum man uns das zeigt. Und wir haben hier auf einmal Fokus auf Charaktere, die eigentlich gar keinen Sinn machen, weil die nur so ein Müh in dieser ganzen Zeitschleife eigentlich sind. Und das finde ich tatsächlich schade. Ich glaube, so eine Staffel waren immer knapp 10 Jahre, 8 Jahre. Man müsste jetzt mal nachrechnen. 4 Staffeln und wir haben im Grunde knapp, ja, 45 Jahre, irgendwie so. Und hier hat man einfach so manchen Fokus sehr merkwürdig gelegt, dass ich nicht nachvollziehen konnte. Zudem wirkt auch die Queen in dieser Staffel oder, also lässt uns es anscheinen, wie wenn die Queen hier irgendwie deprimiert war, einsam war, an sich gezweifelt hat, an ihrem Tun gezweifelt hat. Und ich glaube einfach nicht, dass eine Queen je gezweifelt hat. Natürlich hatte die Frau auch schlechte Tage, aber die wusste, weshalb sie das tut. Und wenn man Biografien, Dokumentationen oder Ähnlichem kennt von Menschen rundherum um die Queen oder auch der Queen selbst, dann weiß man, dass sie ihren Job, also ihre Berufung ja wirklich geliebt hat und da dahinter stand und alles eigentlich darunter gestellt hat. Und sie hier, also ich glaube, man wollte sie eigentlich vermenschlichen, insofern das überhaupt notwendig ist, weil sie ist ja ein Mensch. Und auf der anderen Seite dachte ich mir aber Mensch sein bedeutet ja nicht immer nur deprimiert und einsam aus einem Autofenster zu schauen. Also es war irgendwie leider nicht so rund, war jetzt, glaube ich, so die schwächste Staffel. Auch wenn ich die Schauspieler gut gewählt finde, wird doch manches gezeigt, wo ich mich frage, Es haben im Hangout auch ein paar Leute gefragt, wie realistisch das ist, wie realitätsnah das ist. Und ich würde schon sagen, dass viele historische Dinge hier wirklich passiert sind. Das kann man ja auch nachlesen, nachvollziehen, dass man vieles aus Biografien herausgenommen hat. Aber wenn es natürlich Dialoge gibt, wo nur 2 Leute daran teilgenommen haben und keiner hat das in seiner Biografie irgendwie benannt, dann ist natürlich die Frage, ist dieses Gespräch wirklich stattgefunden? Was hat eine Queen gedacht, wenn sie eben im Auto sitzt und aus dem Fenster schaut? Das weiß man eben auch einfach nicht. Man kann da nur mutmaßen. Und ja, zudem haben wir hier auch einen Fokus auf den Tampon-Gate der 90er Jahre. Und das war auch etwas, wo ich dachte, muss man das hier wirklich nochmal so, muss man die Menschen manchmal so diffamieren? Also klar, ja, ich weiß nicht, ich habe da so meine Probleme mit der 5. Staffel gehabt. Wirklich ein bisschen schade. Dennoch bin ich gespannt auf wie es da weitergeht, wie dann eben auch, was jetzt so passiert, wie man das erzählen wird und in welches Licht man das rücken wird. Ja, da bin ich einfach neugierig. Das nächste, was ich regelmäßig schaue, 2-mal die Woche kommen neue Folgen, ist die 2. Staffel von Seven vs. Wild. Das läuft auf dem YouTube-Kanal von Fritz Meinecke, packe ich auch mal unten in die Infobox. Ich war letztes Jahr schon großer Fan der 1. Staffel, die er in Schweden gespielt hat. Und es geht da ja im Grunde um 7 Menschen, 7 Tage mit 7 Gegenständen auf einer Insel, beziehungsweise also in der totalen Einsamkeit. Und diesmal sind wir unterwegs in Panama auf einer Insel, die, soweit ich das jetzt verstanden habe, auch unbewohnt ist. Und wir haben eben nicht nur erfahrene Outdoor-YouTuber, sondern hier sind auch ein bisschen Community-Menschen mit dabei, was ich ganz spannend finde. Und auch irgendwie Leute, die man wohl kennen sollte, die ich aber nicht kenne. Außer Fritz Meinecke ist mir da gefühlt überhaupt keiner im Begriff. Aber das muss auch gar nicht sein. Uns werden die ja auch alle vorgestellt. Und ja, super spannend. Also was Menschen in der Isolation tun, in der Einsamkeit, wie sie mit Problemen umgehen, wie sie das überhaupt angehen. Also wirklich toll. Ich mag das super gerne, dieses Format. Ich würde mich nicht 7 Tage auf einer Insel mit nichts irgendwie aussetzen lassen und hoffen, dass ich irgendwie eine Kokosnuss finde, die ich dann essen oder trinken kann. So ein bisschen mehr Luxus dürfte es bei mir dann doch sein. Aber ich finde das super spannend. So dieses Abenteuer, dieses Survival, das macht mir großen Spaß, wie das geschnitten ist, wie das zusammengetragen ist. Und ja, ich bin mega hyped auf die Serie. Ich finde das richtig, richtig toll. Es gibt auch bei Dave so Behind-the-Scenes-Informationen. Das finde ich auch richtig, richtig spannend gemacht und toll und viele Informationen, wo wir sind, was, auf was man seinen Fokus legen sollte und so weiter.
Also richtig, richtig toll. Das kann ich euch beides wirklich mehr als empfehlen. Und Robert Marc Lehmann hat, ich glaube, letzte Woche auch schon mal reacted auf eins, auf das erste Video und auf die Behind-the-Scenes-Videos. Und das ist natürlich auch mal was, was ich hier wirklich super schön finde, wenn dann die Reactions kommen, sowohl von Fritz als eben auch von Robert Marc Lehmann, der ja leider nicht dabei sein konnte. Und man dann einfach so sagt, ja, da gucken halt einfach nochmal so die Fachleute, so gefühlt, die sich da irgendwie gefühlt auskennen, einfach nochmal drauf. Das finde ich super spannend. Also gerade wenn dann einfach darüber nachgedacht wird, was hätte man anders machen können oder wie auch immer. Ja, richtig, richtig cool. Ich packe die Kanäle unten in die Infobox. Wenn ihr da ein bisschen Lust habt auf Abenteuer, schaut da gerne mal vorbei. Und das war sie jetzt auch schon, die Bücherwoche mit drei wirklich ganz okayen Büchern. Also gefühlt zieht sich dieses Okay jetzt auch in den November hinein. Ist natürlich schon ein bisschen schade. Also ich hätte mir jetzt schon mal so das ein oder andere Highlight gewünscht, aber ja, irgendwie, vielleicht gebe ich die Hoffnung nicht auf, irgendwie, vielleicht liegt es auch an mir und meiner Stimmung. Kann man ja irgendwie nicht wissen, woran das gerade liegt. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, keine weiteren Gedankenthemen. Ja, jetzt hier, ich bin super neugierig, wie euer November bisher lesetechnisch war, ob ihr die einer der beiden Serien vielleicht kennt, geschaut habt oder auch so im Hype seid bei Seven vs. Wild wie ich. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen drüber austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.